Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Unboxing. Ich habe hier was bekommen. Da wurde gefragt, ob ich euch das gerne vorstellen würde. Das ist ein Mikrofon. Five-Nine-Technologie steht da drauf. Und ich habe natürlich doch mein Unboxing-Messer. Ne, eine Schere habe ich diesmal nur hier. Ich kann auch jetzt noch keinen Test machen, weil es draußen scheppert und regnet und blitzt, und dann scheppert es in der Weile nicht, aber regnen tut es und ein bisschen blitzen, und ja, da habe ich eher Angst, den PC anzumachen. Deswegen werde ich das halt nachher was machen, was später. Ich werde das mal so machen, damit ihr das vielleicht ein bisschen besser seht. So. So. Im Deckblatt, ich weiß auch nicht, welche Farbe ich bekommen habe. Es gibt, ich würde sagen, Purple, Lila und halt in Schwarz. Und hier erstmal eine Anleitung. Die lege ich mal beiseite. Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank habe ich es in Schwarz bekommen. So. Das Mikrofon an sich. Jetzt gehen wir auch gleich alles durch, was alles mit bei ist. Und das war schon. Mehr haben wir jetzt hier in der Verpackung nicht drin. Ich zoome mal ein Stück raus. Wir haben hier einen Standfuß. Ach, das können wir gleich mal zusammenbauen. Das können wir noch machen. Dann stelle ich es mir hier hin. So. Dann haben wir hier das Mikrofon an sich. Macht auch einen wertigen Eindruck. Also jetzt alles Metall. Ach so, das wird da so herangeschraubt. Wartet mal, ich schraube das mal schnell hier rein. Dafür mache ich das nochmal zusammen. Okay, also bei dem Gewinde hier drauf ist Plastik. Es muss aber nicht schlimm sein, wenn es gut verarbeitet ist. So. Und nicht zu fest machen. Nach fest kommt ab. Wisst ihr ja. So, dann kann man sich das hier. Drehen. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das zu eingedreht sein soll oder ob das nach hinten soll. Ich glaube aber ja zu einem, dass man schnell ans Rädchen kommt. Weil so ist auch fest. Also. Und das Membran da drinnen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da. Guckt auch zu mir. Hoppala. Bin noch nicht fertig. So. Und dann müssen wir uns das drehen. So, am besten zu einem Standfuß. So, dass ihr praktisch die offene Seite von dem Dreieck nach vorne zu euch habt. So. Und ein Bein nach hinten. Da kann euch das Mikrofon nicht nach hinten absäbeln. Und seitlich ist dann eher schlecht. So, und dann können wir das dann praktisch auch anpassen, indem wir hier die Schraube locker machen und halt variieren. Aber wenn man gerade reinspricht, sollte das so eigentlich okay sein. Sei denn, die wollen, dass man halt so. Gut, so könnte man sich das natürlich auch anpassen. Und dann halt den Fuß nach vorne. Ich weiß auch nicht, in welche Richtung das Membran ist. Also mit dem Lautstärkeregler machen wir die Lautstärke.
E-Mail, also wir haben hier auch irgendwo, wo wir uns anmelden können. Wir kriegen auch vielleicht eine Software oder was weiß ich. Nee, die hat das auch. Also hier auf den Bildern ist es wirklich super beschrieben. Also es war alles in Englisch. Oder kommt hier noch Deutsch? Es kommt noch in Deutsch. Okay, machen wir mal Deutsch auf. Folgen Sie dem Link. Am Ende der Seite geben Sie E-Mail-Adresse und bestätigen. Überprüfen Sie Posteingang und abonnieren Sie E-Mail. Bestätigen. Leiser, lauter, stumm, ja. 180 Grad. Also die hat es auch. Front, Rear. Also das ist wirklich die Front. Also das ist die Front. Dann wird hier noch alles erklärt. Apple Mac OS, wo man es findet und wie man es am besten einstellt. Spezifikation 20 Hertz, 34 Dezibel, 1000 Ohm. Das war jetzt A-Punkt. Ich warte auf meine Handyhülle. 16 dB, 78 dB Seiten. Ich hoffe, das hört ihr jetzt im Video nicht so, wie das da draußen stürmt. Windows. Auch bei Windows haben wir hier alles super erklärt, wo wir es finden. Das sollte eigentlich jeder selber wissen, aber es zur Not ist es hier auch nochmal super erklärt. Auch, dass man das Icon ändern kann und so. Einstellung Aufnahmesoftware. Wähle bitte korrekte Aufnahme. Mit was machen die nicht? Mit einem VLC-Player, glaube ich. Nee, Outer City steht hier. Outer. Ja, Outer City. Also ist wirklich super erklärt. Ich zeig euch das mal. Wirklich. Schritt für Schritt ist es erklärt, wie man was macht. Einfach. Ja, und der USB-Kabel. 5 Volt. Input 220. 240 Volt. 50 bis 60 Hertz. Produkt USB-Mikrofon. Der Kabel sieht auch ziemlich. Ja, ich weiß, das heißt das Kabel. Sieht auch ziemlich lang aus. Das werden wir dann im Hardware-Video prüfen. Also, wenn wir das anschließen. Also so sieht es von der Verarbeitung her, sieht es echt gut aus. Aber ich kann es jetzt, wie gesagt, bei dem Sturm noch nicht testen. Ich werde aber auch noch ein Testvideo machen, wo wir dann einfach mal testen werden, wo ich eine Aufnahme mache mit meinem Aufnahmeprogramm und das Mikrofon ohne Filter einbinden werde, damit ihr das hört, wie sich das anhört, in den verschiedenen Positionen und auch mal von hinten reingesprochen, ehe die Fragen kommen, wie hört sich's von hinten an. Jo, finde ich eigentlich ganz okay. Ich stehe ja sowieso eher auf USB-Mikrofone, weil USB-Mikrofone einfach für mich besser zu handeln sind, weil ich keinen Platz für ein Mischpult habe. Und das ist das halt, das USB-Mikrofon halt ideal. Weil viele haben ja den Platz und können sich dann ein kleines Mischpult oder irgendwas hinstellen. Ich habe den Platz leider nicht. Und das auch wieder schnell auseinandergebaut, wenn er das nicht braucht. Und in eine Schublade macht. Bum, bum. So, hier rüber. Könnt ihr so ja jedes Mal wieder in die Box packen. Das geht kinderleicht. Und da ist es ja auch noch mit Schaumstoff geschützt. Wenn er das nicht so oft benutzt. Aber am idealsten wäre, denke ich mal, wie immer eine Halterung, also am Tisch oder ein Arm oder irgendwas dergleichen. Dann ist es fest, ist nicht immer im Blickfeld. Wartet. Dann habt das fest
und ist nicht immer im Blickfeld, so wie jetzt hier für meine Kamera, für die Spätkamera, wenn ich von oben filme, dann ist es praktisch, könnt das, habt das hier, es steht nicht auf dem Tisch, ihr habt Platz für Tastatur zum Zocken und könntet dann halt wegschieben, wenn ihr das nicht braucht. Ja, das wäre dann halt das Ideale. Aber so vom Material her und vom ersten Eindruck macht es einen guten Eindruck. Und sobald ich weiß auch nicht, ob ich das hinten ranschneiden werde oder ein separates Video machen werde, sobald das draußen nicht mehr so ist, dass man Angst haben muss, hier technische Geräte anzuhaben, ist alles aus bei mir. Das Einzige, was ich anhabe, ist Licht. Die Kamera läuft ja auf Batterie und alles andere. Ist halt nur Licht an hier, mein Deckenfluter, also mein Licht hier und mehr ist ja nicht an, den ganzen Bruder. Kein Internet, kein gar nichts. So. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.